mir leid, Bruder. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ich wollte nur, dass es wieder so wie früher ist. Das ist mein Bruder, Will. Ich brauche Hilfe. Meine Frau muss operiert werden. Das ist das echte Leben. Ist doch nicht okay. Du riskierst dein Leben für dieses Land. Du verlässt deine Familie, dein Heim. Wie viel brauchst du? 231. Wie wär's mit mehr? 32 Millionen. Und ich brauche noch einen Mann. Du solltest mir nur was leihen. Habe ich dich hier wo reingezogen und hängen lassen? Es wird Zeit, dass du was für deine Familie tust. Kann ich Ihnen helfen, Officer? Wir bereiten einen Transport vor, nach 20 Minuten. Ich muss kurz was erledigen, bin eigentlich im Dienst. Ich raub den Laden auch nicht aus, versprochen. Oh, ehrlich, das wäre schlecht für meinen Job, wissen Sie? Versprochen. Na schön, na schön, kommen Sie rein. Okay, schön. Okay. Abflug die. Sie alle können heute beim Abendessen eine geile Story erzählen. Runter! Knallt keinen Kopf ab! Los, 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 los! Alles abriegeln. Niemand kommt raus. All the leaves are brown. Stopp! Aussteigen! And the sky is gray. Was wollen Sie? Ich geh nur kurz ausleihen. Ich muss den Polizisten hier ins Krankenhaus bringen. Sie müssen uns helfen. Wollen Sie uns nicht helfen? Wir nehmen auch noch Geiseln. Der Rettungswagen wird nicht gerammt. Einer von uns ist da an Bord. Erfahrung in der Notfallrettung? Triage im Gefecht. Sie sind Soldat. Ja. Wir versuchen, Sie zu retten. Auf eins, zwei, drei! Keinen Schritt weiter! Sie halten sich für so hart mit der Knarre. Nein, Danny, entspann dich! Ich muss zurück zu meiner Frau und meinem Sohn. Weiß Ihre Frau, dass Sie Banken ausrauben? Wir sind nicht die bösen Jungs. Wir sind nur die Jungs, die nach Hause wollen. Wir spazieren nicht einfach in den Sonnenuntergang! Danny, alle wissen, wie gefährlich sie sind. Ach ja? Schafft sofort eure Helis hier weg! Ich bring dich nach Hause, kleiner Bruder. Ich bring alle nach Hause.